Die Highlights in 2023 waren ganz sicher der R&V-Rollout. Da haben wir 18.000 Arbeitsplätze in 6 Monaten rausgerollt, also eine sehr, sehr hohe Zahl an Rollouts, die wir durchgeführt haben für unseren Kunden, für unseren großen Kunden, die R&V. Wir haben aber auch bei den Healthcare-Kunden, der ITS-Care und bei der Kubus IT, Arbeitsplätze ausgerollt. Die haben wir gar nicht so als Projekt ausgerollt, sondern die haben wir permanent im laufenden Betrieb mit ausgerollt. Das waren auch mehrere Tausende. Also das Rollout-Thema war im vergangenen Jahr ein großes Thema für uns. Dann hatten wir auch Kontakt mit Kunden, die jetzt unseren Arbeitsplatz as a Service in Anspruch genommen haben. Das ist die Hannoversche Volksbank, die da Interesse daran hat. Und das ist natürlich schön zu sehen, dass die Banken jetzt vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels auch diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Und wir glauben, das ist also auch ein wachsendes Feld, was wir in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen können. Interessant war auch, was ganz außergewöhnlich ist für uns als Ratiodata, wir haben mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverbund Kontakt gehabt und dort mit dem IT-Dienstleister, der Parisurf. Und wir haben mit der Parisurf den ersten Piloten für einen Arbeitsplatz as a Service gemacht. Interessant für uns, weil der Paritätische Wohlfahrtsverband etwa 11.000 Unternehmen unterhält. Und da ist das Thema Standardisierung eine ganz wichtige Rolle. Und die Parisurf bedient aktuell 4.500. Da liegt natürlich ein großes Potenzial. Highlights 2023. Ich glaube, normalerweise würde ich ja immer mit den Menschen der Ratiodata starten. Aber ich glaube, 2023 hatten wir ein ganz besonderes Highlight. Das Highlight ist ein sehr, sehr großer Auftrag, den wir vom Bund bekommen haben. Wir werden in Weida in Thüringen ein großes Scanzentrum aufbauen und werden dort einen sehr, sehr großen Auftrag über die nächsten Jahre mit insgesamt 150 neuen Mitarbeitern abarbeiten. Ich glaube, das ist das Highlight auch für die Ratiodata. Wir haben natürlich in der Ratiodata auch durchaus die Nachfrageschwäche auf einigen Märkten gemerkt. Aber 2023 war für uns trotzdem noch ein sehr erfolgreiches und auch ein sehr kontinuierliches Jahr. Wir konnten bei großen Kunden unsere Verträge verlängern. Das ist natürlich für ein Unternehmen, das stark im Managed-Service-Bereich unterwegs ist, immer eine tolle Geschichte. Und aber auch sehr große Neukunden gewinnen. Gerade im Bereich Cybersecurity haben wir im Markt absolute Highlights gehabt und namhafte Kunden gewonnen. Im Umfeld unserer Videoconsult-Lösung, manche nennen sie auch Stehlen, hat sich auch unser Geschäft gut entwickelt. Da haben wir im vergangenen Jahr auch eine große Anzahl an Stehlen den Kunden vermitteln können. Das ist ja ein Produkt, an das wir in der Vergangenheit auch immer stark dran geglaubt haben, dass das die Erfordernisse der Bank in der neuen Zeit, der Filialschließung oder aber auch im Sinne des Kundenempfangs wirklich gut unterstützen kann. Im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass das Umfeld wirklich gut anläuft und damit sind wir jetzt wirklich erfolgreich und auch für das neue Jahr 2024 zeigt sich, dass das also jetzt ein Thema sein wird, was unsere Kunden vermehrt in Anspruch nehmen werden. Ja, im Bereich SB-Technologie und SB-Sicherheit haben wir mit dem Security Cube ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Die hat auch schon tollerweise bei einigen Banken wirklich Sprengungen verhindert und die Erfolge dann auch gebracht, die man sich davon versprochen hat. EcoVadis sicherlich auch in der Reihe der Highlights für die Ratiodata zu sehen. EcoVadis ist eine Zertifizierung, die wir erreichen mussten, weil es ist eine Kundenanforderung, die wir hier erfüllen. Es geht um das Thema Nachhaltigkeit und sicherlich auch um das Thema Lieferketten und der Nachweis darüber. Das brauchen unsere Kunden und wir sind mit dieser Zertifizierung in der Lage, die Anforderungen der Kunden vollständig zu erfüllen und die Ratiodata entsprechend im Markt für diese Dienstleistung bzw. für Dienstleistungen, die dieses Zertifikat benötigen, entsprechend zu platzieren. Also auch ein großer Erfolg für die Ratiodata. Dann waren natürlich auch interne Themen ganz wichtige Themen, die wir gehabt haben in der Ratiodata. Auch ganz besonders aus meinem Ressort. Für mich persönlich ganz wichtig, dass wir das Thema System aus 2025 und die damit erfolgte Organisationsveränderung, die wir zum 1.8. letzten Jahres, also 2023, haben wirksam werden lassen. Das war, glaube ich, ein großer Schritt für die Ratiodata, aber auch, glaube ich, ein großer Schritt für unsere Kunden. Denn System aus 2025 hatte den Antritt ja, noch besser auf unsere Kundenbedürfnisse einzugehen und dahingehend auch die Organisation zu verändern. War ein großer Schritt. Ja, ich sagte ja bereits, eigentlich sind die Menschen das Wichtigste und das echte Highlight der Ratiodata und das ist auch so. 2023 haben wir ein nicht ganz leichtes Jahr gehabt. Es ist toll gemeistert worden und das dank dieser Mannschaft und an der Stelle auch vom Vorstand einmal Richtung der Mannschaft nochmal ein ausdrückliches Dankeschön für diese Leistung. Das ist einfach phänomenal und ohne diese Menschen wäre die Ratiodata nicht so wertvoll, wie sie heute ist und sicherlich auch nicht der Arbeitgeber für die Zukunft, für diese Menschen und das stellt ihr selber sicher.